Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich begrüßen zur Pressekonferenz zum heutigen Spiel. Besonderer Gruß natürlich unseren Gästen, den Trainer Markus Weinzierl und selbstverständlich auch unseren Trainer Hermann Gerland. Markus, gib mir den Kommentar. Ja, wir sind natürlich heute sehr zufrieden. Wir haben gewonnen. Wir haben in den letzten Spielen viele Punkte liegen gelassen, haben immer ordentlich gespielt und haben uns nicht belohnt. In dem Spiel war es jetzt so, dass wir nach 10 Minuten einfach das Glück mal hatten, beziehungsweise von einem Fehler des Gegners profitiert haben. Das war mal an der Zeit. Wir haben den Fehler provoziert durch Schweinsteiger. Der Thomas Kurz macht den Fehler, das ist natürlich kapital in so einer Spielsituation nach 10 Minuten dann in Rückstand geraten von Seite von Bayern München. Für uns ist es natürlich ein Glücksfall gewesen und in dem Moment waren wir auf der Siegerstraße. Ich weiß, wenn wir mal führen, dann ist es gegen uns sehr, 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 sehr schwer, weil wir gut verteidigen können. Wir haben Probleme, Spiel zu machen. Aber wir haben kein Problem, oder stehen gut und kontern einfach. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben das zweite gemacht, vielleicht einen Tick zu spät. Ich hätte es mir in der ersten Halbzeit wirklich schon gewünscht, dass ich nicht so zittern müssen. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden einfach. Wir haben gewonnen, haben 40 Punkte. Und schauen jetzt einfach, dass wir die restlichen Punkte noch holen. Bayern München, viel Glück. Ich glaube natürlich auch, dass es schwer ist, aber man hat gesehen, wie viele gute Spieler sie haben. Sie haben sie definitiv, aber wenn es mal nicht läuft, dann läuft es richtig schlecht. Und in der Situation nach 10 Minuten hat man gesehen, dass es für sie, für die jungen Spieler momentan nicht einfach ist. Aber es sind 21 Punkte, von mir aus können sie alle 21 holen. Ich fahre gerne hier nach München und spiele gerne zu Hause gegen Bayern München. Danke. Danke, Markus Herrmann. Ist es deprimierend, wenn man getröstet werden muss vom gegnerischen Trainer? Ja. Eigentlich ganz gut, aber kurz vorher, 5 Minuten her, macht er schon mal einen Dribbling, verliert den Ball, hat er aber wieder, dass dann der Tor passiert. Ich habe da kein Verständnis für den Vormann, aus egaler Situation. Dribbeln kann, beim 2-0, verliert er auch den Ball, ein Haus wie frei, eine Möglichkeit. Wir waren mindestens gleichzeitig nicht überhöht, das war mit dem Bauer annehmen, aber verliert den Ball und macht weiter den Ball aus. Aber insgesamt muss man ja sagen, ist der Viech von Regensburg-Hof verdient. Ich glaube, Wattermeier hat keinen Fehler gemacht. Und Bacallo hat auch sehr gut gespielt auf der Position 7 Verteidiger. Ansonsten war nicht viel zu sehen. Ich denke, man kann mehr machen. Man kann sich wehren, das heißt Abstiegskampf dagegen alles, was ich drin habe. Und das alles war was. Danke, Herr Wunder. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn nicht, dann danke den beiden Trainern für die Ausführungen. Ich wünsche euch guten Abschluss für die Einfahrt. Vielen Dank.